I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Wir machen jetzt wieder irgendeinen Scheiß, genau den gleichen Mist, den wir auch immer machen. Mit dabei ist Timo. Hallo. Und Tore. Hallo. So, und jetzt fahren wir erstmal zu irgendwelchen Rebellen und sprechen mit einem Arzt. Warum? Was ist das gerade? Hast du das auch gesehen? Ich wollte ernsthaft bleiben und auf einmal dreht sich da irgend so ein scheiß Auto. Oh hey, Mann, Leute, ich wollte jetzt ernsthaft. Okay. Jo. Das war ja so lustig. Hoho. Timo, du hättest gerade wieder irgendjemanden, der da trauert, fast umgefahren. Ja, kann sein. Ich glaube eigentlich irgendwie so, dass hier keine bösen Leute sein werden. Oder wollen wir einfach ein Massaker bei den Rebellen veranstalten? Ja. Ja, dann gehen wir mal hoch da, ne? Ja. Machen ein bisschen Action. Machen das Gleiche. Ach so. Ist hier vielleicht eine Zwischensequenz? Das kann sein. So in dem, ich glaube aber nicht. Ups. Gut, dann holt erstmal einen Spaten raus. Wir sollen uns eingraben. Chemie irgendwo hin, ne? Oh, die kommen jetzt schon. Jo, Verteidigungsposition. Egal, ich pack noch kurz Minen. Ja, ich mach auch eine hier hin. Ich setze hier eine Mine ab. Jo, alles klar, Leute. Bei Mine ist schon hier vorne. Jo. Mich haben sie neben der Mine umgefahren. Also umgebracht. Ich stand hinter dem Zaun und wurde gekillt. Okay. Timo, jetzt ist es an dir. Ah, nee. Okay. Da haben wir es nicht geschafft. Wir hatten halt einfach nicht die Motivation aus den letzten Folgen. Also, Leute. Auf 3. 1, 2, 3. Das schaffen wir. Yeah. Das schaffen wir. Können wir das schaffen? Nein. Oh, bei mir lädt es jetzt natürlich wieder so lange. Wie viel? Also ich und Timo sind gespawnt. Halt die Fresse. Oh, jetzt, ich bin auch gespawnt. Das muss ich zensieren, leider. Oh, Entschuldigung. Timo, soll ich mal anfangen, irgendwas zu sagen, was wir dann alles zensieren müssen? So viel Gepiepe will ich gar nicht einbauen. Piep, piep. Vor allem, ich find's immer so lustig, wenn irgend Leute Beleidigungen machen, dass dann immer so ganz oft gepiept wird, also so. Warte mal, lass mal jetzt schon Minen hinlegen, bevor. Mach ich gerade. Gut. Tore denkt mit. Ich rede jetzt schnell mit dem Vogel. Ja, aber ich gehe schon mal auf Position. Bla bla bla. Ah, fuck, man muss durchgehen mit dem Reden. Hab Mine platziert. Und verstecke mich hier im Haus. Roger, Roger. Er hat auf jeden Fall Karacho. Nein, nur der Tod, Kompa. Darum sind wir hier. Los geht's, Leute, los geht's. Roger, Roger. Auf Position, auf Position. Roger, Roger.
Auf Position. Oh, hier ist ja ein. Hier ist ja eine Minigun. Roger, Roger. Also ihr killt die da vorne, ich kill die hier. Erste Auto ist kaputt. Wenn von der anderen Seite welche kommen, dann. Was? Hä? Das war's? Ah ne, nein, da drüben kommt noch eins gerade angekugelt. Hoffentlich von der anderen. Hoffentlich von der anderen Seite. Ja. Gleich geht's los. Jo! Das war. Meine Mine hat alles geregelt. Habt ihr noch Minen? Dann legt mal bitte hin. Ja. Ich hab nur noch ein C4 vorne hingelegt, deswegen. Leg grad eine hin. Gut. Nächstes Auto kommt. Es kommen zwei Stück. Ja. Versuch noch hoch zum Geschütz zu kommen. Und da vorne ist eh noch eine Mine. Jo! Mine hat gleich geregelt. Nochmal so, dass es gleich noch explodiert. C4 hat's auch geregelt. Geschafft, alle noch ganz. Hinter uns. Heli kommt. Heli. Oh, das ist auch einer mit Geschützen. Okay. Er dreht durch. Der wollte nochmal starten. Das kann das jetzt noch nicht extrem gewesen sein. Also das habe ich mir jetzt... Echt? Also am Anfang war es ja einfach nur unsere eigene Dummheit. Ja, wir verkacken einfach manchmal durch unsere eigene Dummheit, genau. Ich find's blöd, dass im Moment gar keine Zwischensequenzen mehr kommen, irgendwie zu Videos. Kommen ganz spät, irgendwie ganz selten verteilt halt. Okay. Wahrscheinlich, wenn du einen von diesen Hauptmännern wieder gekriegt hast. Genau, das glaube ich auch. Geben Sie uns den Standort. Gut, ist hier irgendwo eine Karre, mit der wir fahren können? Also ich ganz ehrlich, ich würde sagen, wir machen uns auch gleich die nächste Hauptmission weiter. Weil irgendwie, ja, sind nur die so richtig spannend. Ganz ehrlich, eigentlich hat dieses Auto 3 Sitze. Eigentlich müssten da vorne 3 Leute rein. Ja, nee. Können's auch, glaube ich, oder? Nee. Timo? Ja. Warte, was steht denn da oben noch für ein Auto? Das ist kaputt. Ach so. Da kommt doch mein Traumauto. Stehen bleiben. Können wir markieren schon? Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht auf der Karte. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, doch, ist aber gerade ganz im Norden. Ganz im Norden? Ah. Und das ist recht. Krass. Das ist schon die. Nein, das ist vorletzte. Steve, genau, das ist die vorletzte. Okay. So. Jo, Timo, oh Mann, dann lass ich dich. Kann ich irgendwo ein Heli holen oder so? Wie viele Kilometer sind es denn? Das ist einmal durch die. Das ist einmal durch die ganze Welt hier. Durch ganz Okoro. Ich würd sagen, wir holen uns ein Heli, sobald wir einen sehen. Aber solange wir halt noch keinen sehen. Ich fahr auf zwei Rädern. Ich will ja nicht sagen, dass unser Auto das abgekonnt hat, aber deins nicht. Ist ja auch nicht viel dran an deinem Auto, kann ja auch nicht viel kaputt gehen. Wir haben auch wieder das geilste Auto, das geilste Ding genutzt, was gibt, ne? Ja, ich finde den, ganz ehrlich, das... Okay, der redet gerade bei mir, warte mal. Alex, Alter. Oh! Oh! Verstanden. Wir werden sehen, was geht.
Nein. Richtig behindert. Der Typ verlangt von einem millionenteuren Spezialeinsatzkommando. Alex, Alter. Ich habe einen Zivilist getötet, aber auch einen gerettet, also bitte. Sober. Ah ja, genau, lass den nehmen. Ich will bloß den Nachschub noch holen. Imo, okay. Hat schon Heli gefunden? Nee, leider noch nicht. Das ist mal eine geile Karre. So eine würde ich ja auch in Kolumbien fahren, wenn ich hier wäre. Würdest du? Ja. In Kolumbien, in Peru, nein, auch nicht in Peru. Bolivien. Meinst du Bijou von Beauty Palace? Natürlich. Damit reibe ich mich jeden Abend ein. Und meine Schwester hat sich Bijou gekauft. Ohne Mist. Muss mal ein Unboxing machen. Ey Alex, Timo, du hast ja einen MG. Ja, ich weiß. Will ja keiner mit mir fahren. Ja. Tore, ich habe mal eine Frage. Du hast doch Fahrschule gemacht. Medi. Warum fährst du denn die ganze Zeit auf der, keine Ahnung, linken Seite, jetzt volle Kanne im Graben? Das ist Bolivien. Alex, bitte mal, du erstmal Führerschein, okay? Ey, was hat damit also nichts dem zu tun? Alex, Timo fährt auch nicht die ganze Zeit auf der linken, auf der rechten. Ja, Timo hat ja auch keinen Führerschein. Ich habe auch noch keinen Führerschein, ich bin gerade dabei. Ah. Nein, Timo, warum nehmt ihr immer so eine unlogische Abkürzung? Hä? Alter, das ist ein Jeep, das ist ja kein Luxuskarre. Boah, und dadurch, dass Timo da abkürzt, mache ich das natürlich auch, aber ich mache es falsch. Ja, du fährst volle Kanne gegen Strommast. Genau. Ich mache das nach, was Timo macht, ey. Junge! Ich bin nirgendwo gegengefahren. Aber ganz ehrlich, ich will unbedingt mal wieder den Lama-Wagen haben. Das Lama-Mobil. Ich weiß immer nicht, welches Lama-Mobil du meinst, ey. Aus der ersten Folge. Das erste aus der... Oh, Tore. Puh, wie scheiße. Wir zensieren super. Mehr Arbeit in einem Video als ich da. Und scheiße, ich baue mal einfach irgendwann einfach so eine Pieptüne ein und schreibe so, Timo fängt an zu fluchen. Hey, beim Timo. Ja, einfach so aus Spaß. Er tätigt recht radikale Äußerungen. Jo, dann hörst du so, dann hörst du die ganze Zeit so piep, 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 piep. Ich hab ein Heli. Aua, ja? Aua. Cool. Also ist wieder hier, wo wir eben waren. Ja. Okay, einmal clear. Nice. Tore, kannst du anhalten? Boah, Uni dort. Ja. Negativ. Das war's mit ihm. Wo ist die Uni dort gerade gewesen? Alter! Ey, der war nicht tot? Oh. Wo ist der Vogel? Kannst du mich holen? Ja, klar. Ja, der ist tot. Gut. Dankeschön. Null Problemo. Portolino. Oh, fuck. Da oben noch einer. Fuck, da hinten. Au. Hier ist Sniper, da rechts im Gebäude, im Hauptquartier ist einer. Ja, das weiß ich. Hab ich. Nice. Nee, der Typ lebt noch. Nein, Timo meint wen anders. Ja, ich meine, ja, da oben kannst du nicht durchballern. Egal, kommt rein in den Heli. Oh, okay. Ah, jetzt werde ich auf einmal von links geballert. Abgeballert. Ja, auch. Ich kann nicht rein, Tore. Rechte Seite vielleicht. Ja, nein, ich meinte, ich konnte nicht unbedingt. Schießen. Kannst nicht schießen? Nein, ja, weil ich scheiß Winkel hatte. Nein, unser Heli ist gleich Schrott. Da unten steht noch einer. Seid. Egal. Er hält das noch aus.
Wie, qualmt er schon? Na, es geht. Hey Timo, wie kannst du denn das sehen, ob er qualmt? Mit X kannst du die Position wechseln wieder, dann gehst du hin auf den Sitz. Hä? Nee, bei mir ist auch mittlere Maustaste. Mittlere Maustaste, Verzeihung. Krass, das wusste ich gar nicht. X war ja. Guck mal, hier ist wieder eine Villa wie bei dem anderen Typen, ey. Ich glaube, so eine Szene, so eine Szene nehme ich als Thumbnail. Aber die Villa wollen wir abspringen und hier auf den Stein landen? Na, Tore, lande mal raus. Irgendwie dann, Junge. Ich bin schon abgesprungen. Ich finde, weil ganz ehrlich, eine Sache ist doch übelst unrealistisch. Da springen Typen mit einem Fallschirm ab, auf einmal fällt so ein Heli vom Himmel. Stimmt allerdings wirklich. Ich meine, ich könnte euch dann halt rauslassen und das Sniper. Genau, das meine ich halt, dass du einfach auf irgendeinen Sniper-Posten ja herunter uns runterspringen lässt und ja. So, wir machen jetzt aber mal ein bisschen Ghost-mäßig, ne? Ja klar. Ja, ihr greift von da an und ich von hier. Hier stehen schon welche auf dem Dach, Alter. Auch ganz viele. Heilige Kacke, was geht hier denn ab? Das ist ja der größte Xyz gibt, ey. Ach, krass, das sind. Das soll uns so zeigen, dass die Unidad und die vom Kartell gemeinsame Sache machen. Da hinten stehen. Ist auch da hinten läuft noch ein Unidad. Da laufen noch welche rum. Oh, Alter. Da laufen noch rum. Da läuft noch einer rum. Okay, also ich kann die schon mal auf dem Dach killen. Hinten ist noch ein Heli. Habe ich noch hier irgendwo welche? Alex, gib mal dein Ladekabel für meine Drohne, ist gleich leer. Ich glaube, wir haben alle. Timo, von hier schaffen wir das niemals. Von vorne. Ey, ihr müsst irgendwie beim Haupteingang und ich gebe euch. Ich auf der Seite mal die hier oben einer. Weg. Tore, bitte. Ganz gewissenhaft und nicht so, dass die Leute. Dass das gesehen wird. Ja, ich habe jetzt auch nur die oben auf dem Dach weggesniped. Wir müssen erstmal diesen L. Typi-Gedöns finden. Ja, seid ihr schon mit der Drohne reingeflogen? Wähl mal schnell noch eine andere Waffe aus. Ich flieg gerade rein mit der Drohne. Wo fliegst du denn da rein? Vom Dach aus, oder? Boah, irgendwo rein. Nehmen wir ein anderes. Dach ich nehme jetzt auch mal schnell die Sniper. Ich finde ihn nicht. Er ist nicht hier. Schalldämpfer, das ist alles richtig. Okay, meine Drohne ist... Ach, Rang geht noch höher. Nee, das ist denn auf dem Dach? Ja, ey, sind aber böse viele hier, ne? Leute? Meine ich auch gerade. Ja. Müsste. Hier oben ist ein Ausgang bei meiner Drohne, ne? Rechts neben euch ist noch ein Sniper. Oh fuck, ich sehe ihn. Steht der alleine? Ja, der ist da unter dem Dach. Ja, ja. Also ich könnte ihn auch erwischen, wenn ihr wollt. Ja, sehe ich schon, danke. Down. Geh mal zu seiner Sniper-Position. Fuck. Oben auf dem Dach ist gerade einer rausgekommen. Weiß nicht, dass der hinten rumgeht und die Leichen findet. Das wäre nämlich. Der die doof. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach, der Unidad. Soldat. Ach so, ich kann den nicht holen. Erwischen, deswegen, den müsstet ihr holen. Könnten holen. Okay, dann mach. Fuck. Gut, ist down. Hat nichts aufgestellt. Doch, der ein. Fuck. Die... Warum ist der die eine? Haben das mitbekommen. Ja, der eine hat mitbekommen, weil der steht da im Eingang. Er kommt hoch. Fuck, der rennt andere Seite rennt er rum. Die sind aufgescheucht. Ach, kacke. Das war jetzt. Die hören sich gegenseitig, alles klar. Ja, weil die sich nicht vertrauen, krass. Okay, dann würde ich sagen, Attacke, ne? Nachladen. Ich hol mir die 1. Da ist Unidad-Verstärkung. Achtung, oben kommt einer. Ist down. Von hinten oder so werde ich die ganze Zeit angeschossen. Fuck, ich muss nachladen. Aua, es tut so weh. Was ist das denn? Eine ging ein Glitch bei mir voll rum. Hier die 1, die 1, die kriege ich nicht genau. Nimm die 2.
Ah, jetzt könnte man die 1 holen. Die 1 kommt so in deine Richtung, Tore. Die könntest du jetzt, glaube ich, holen. Ja, warte mal kurz. Ach, die 2 kann ich auch holen. Zack, 2 ist tot. Ich freue mich, ich habe 3 Schüsse auf den geballert, ist nicht gestorben. Nein, was? Timo, was machst du? Der ist... Oh, Alter, das war ein Meter und der verreckt. Alles klar. Bei mir kommen hier ein paar Leute, ich bin gleich tot hier. Ungefähr. Ich gerade null Leben habe, ey. Ich wollte Tore entgegenkommen, damit wir ihn unterstützen. Dann springt er hier runter und dann einmal, Timo, komm mal mit. Wir holen die von der Straße so ein bisschen. Da sind wir hier durch, zu Tore, ne? Der ist jetzt gegen 4 oder 5 Uni dazu. Bei auf jeden Fall. Erledigt. Kommt die nächste Uni. Jetzt habe ich die zu früh geworfen, die Granate, alles klar. Ey Leute, sind hier noch irgendwo Unidad Polizei? Ja, bei uns kommt gerade an der links kommt gerade welche. Ja, okay. Ach, schade, dass wir das. Ah, gut. Schade, dass ihr den da oben nicht getroffen so. Hattet. Reinstürmen, Leute, reinstürmen. Der ist da immer noch drin. Ja, hier kommt aber eine neue. Ach ne, haben wir gerade verloren. Okay, gut. Falls einer kommt, hier ist eine Mine. Dann sind sie gleich weg. Irgendwo noch ein Keller. Muss ein Keller sein. Seid ihr bei mir? Wir sind im Gebäude. Gut. Dann heißt es jetzt, der ist nämlich noch eins weiter oben. Dann heißt es jetzt, wieder leise vorgehen. Vielleicht. Er ist nicht weiter oben, oder? Doch, der ist hier oben drin. Ah! So, Leute. Okay. Warte mal, ich flieg mir rein mit der Tür. Ah, deswegen haben. Der wohl. Den habe ich auch bemerkt. Er ist so ein Tod. Alter. Was macht der denn da? Abhängen. Was? Timo fragt, was macht der denn da? Ich durchsuche ihn, Marc. Wo ist denn das hergezaubert, ey? Warte mal, ich mach mal hier dann, glaube ich, so ein Thumbnail. Jo, er liest es durch, aber kommt nichts. BFF. Hat er Swinu eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt? Konnte wohl nicht ertragen sein. Vor allem die Waffe, The BFF. Best Friend Forever. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. So, ich mach gleich noch ein Bild. Da guck mal, da hängt Waffen an der Wand. Ja. So, ich mache hier noch ein schönes Bild. Toten. Und Schnappschutz. Gut, Leute. Das war die Mission. Ja, schade, dass wir das nicht. Ja, das wird. Aber ganz ehrlich, guck mal, als ich den Typen, der hier stand, guck, Tore. Der stand ja hier. Und den habe ich ja gekillt. Und wir hätten weiter drohen müssen, weil. Nee, du hattest ja den ersten Schuss. Den ersten Schuss hattest du ja gar nicht getroffen. Den habe ich gar nicht getroffen, aber er wurde ja von keinem gesehen. Doch, von hier unten drin war einer und der hatte das mitbekommen. Ja, das war das Blöde. Der hat auch mitbekommen, dass der umgekippt ist, also dass er gestorben ist. Ja, genau. Also der auch, war... auch wenn ich ihn sofort gekillt hätte. Nee, das hätte er nicht mitbekommen. Doch. Unser Status war ja direkt auf gejagt, Alex. Nee. Das war doch, er. War er, Alex. Nein. Ich habe genau darauf geachtet. Ich habe daneben geschossen, dann kam bei ihm und dann habe ich gleich nochmal nachgesetzt und er ist gestorben und erst dann ist es gekommen. Ja, genau, weil der ja dann direkt gestorben ist. Egal. Und weil er ja dann direkt Bescheid gesagt hatte, dass wir angegriffen werden. Ja, also komm. Okay, was wollen wir jetzt machen? Nächste Hauptmission, oder? Das müsste jetzt die letzte sein, ja, das ist die letzte. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt noch in der Folge. Ja, wie lange nehmen wir denn schon auf? Keine Ahnung, so 20 Minuten? Dann ist es zwar eine längere Folge, ist ja auch nicht so schlimm. Lass machen. So, wir haben diese Mission jetzt schon mehrere Male versucht. Sind immer wieder gescheitert und das haben wir jetzt rausgeschnitten und deswegen habt ihr jetzt gerade einen kleinen Cut gehabt. Hier vorne ist einer. Ach, aber wir machen jetzt einfach normal weiter und vor allem mal gewissenhaft und versuchen es still zu kriegen. Ja, ich kann ja, theoretisch kann ich ja wieder auf den Sniperpunkt einfach gehen, da hinten. Ja, aber... Ich meine, ja, ich wurde ja nicht entdeckt eben.
Wir müssen wirklich jeden Typen, jeder einzelne Typ. Auch in die Häuser jetzt reinfliegen. Ja, aber nicht zu nah, weil sonst werden wir ja einfach schnell wieder wegfliegen. Fuck, 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 fuck. Jo, meine Drohne ist gerade ausgegangen. Ich glaube, ich kann sie wieder einsetzen. Puh. 15 Ziele sind das nicht nur. Glaube ich auch nicht. Müssten hier nicht auch irgendwo sind die Alarmanlagen? Oder gibt es hier nicht sowas wie Alarmanlagen? Nein, die haben gefunden. Nee, hier nicht. Ah, scheiße, aber es gibt dann auch später Missionen, wo man die Alarmanlagen ausschießen kann und so. So eine hatten wir schon. Ja? Mhm. Was habe ich gar nicht mitbekommen. Wartet mal, hier hinten am Haus, das ist die Patrouille. Ja, hier hinten laufen halt extrem viele Patrouillen. Auf der Straße dann. Kannst du die eine Patrouille killen. Bitte, ich komme jetzt mit zu euch. Wie ist es jetzt hier mit 1 und mit 2? Tore, siehst du 1? Habe ich schon. Nee. Ja, 1 sehe ich nicht mehr jetzt. Aber kann einer von euch, soll ich die 3 killen? Der steht gerade so, ich könnte gerade einen Headshot geben. Mach. Gut. Unidad Vogel, Achtung. Ich mache jetzt die 3 einmal nochmal kalt. 3. Wer ist denn jetzt hier die 3? Sniper oben. Die 2 könnte ich jetzt auch kalt machen. Mach die 2 im Turm kalt. Ja, ja, warte kurz jetzt. Ah, jetzt geht er zur anderen Seite. Aber du kannst dir jetzt trotzdem holen. Ja. Kalt mit drauf, falls es schief geht. Gut. So. Ein Schuss, ein Treffer. Was ist die nächste Aufgabe? Also wo müssen wir jetzt lang? Wir könnten sogar... Nee, wir dürfen... Die Straße war ja vorhin so voll, also wenn man es jetzt schaffen würde, hier einfach durchzukommen, ja, dann würde das schon sehr viel sehr positiv. Ja, wir müssen bloß unentdeckt bleiben, deswegen, dann geht das ja. Ja, also wir müssen für ein paar Sekunden unentdeckt eigentlich bleiben. Also wenn es am Ende dann in einem Massaker endet, das ist dann auch nicht so schlimm. Ja, einfach damit wir hier rauskommen. Kommt sie auch nicht hoch irgendwo. Nee. Also wir müssen, glaube ich, über hinten, über den... Entweder über den Turm da, also im Osten, oder über den Turm im Süden. Okay. Oder ja, einfach in Richtung Süden. Machen wir so. Okay, ja. Ist auch blöd, okay. Hier hinten lang, oder? Das kann man vergessen. Ja, gut, dann müssen wir über den Turm im Norden. Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir jetzt vorgehen? Ich würde sagen, ich versuche erstmal auf den Sniper-Turm zu kommen, oder? Den da vorne im Osten. Ja, dann lass da rumgehen, dann lass da und von da agieren. Ja. Oh, fuck, 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 fuck. Da könnt ihr auch lang gehen. Wie sieht's denn eigentlich hier aus in den Trafo-Häuschen? Ich nicht. Hier irgendwo noch einer, weil... Dass das Ding nicht bewacht wird, ist eigentlich komisch. Hier ist auf jeden Fall auch ein Fahrzeug mit Geschütz. Also theoretischerweise, ganz theoretischerweise, könnte man es so machen, einer, ich sag jetzt mal Tore, du snipest ja die ganze Zeit. Einer muss es so schnell wie möglich, also einer muss einfach so schnell wie möglich oder versuchen, schon in die Nähe von dem Truck zu kommen. Mhm. Wenn er dann losfährt, dann setzen sich die anderen beiden sofort in den Jeep. Das geht nicht. Doch. Das klappt nicht. Also wird nein, klappen, da kommt ja direkt eine Patrouille. Ja, das weiß ich, aber es würde klappen, wenn alles wieder im Bach runtergeht. Hier vorne steht gleich einer. Weiß nicht, wenn man... Oh, jetzt könnte ich rüberkommen und in den Turm rein. Ja, dann mach. Ich guck mal mit der Drohne. Ja. Ob clear ist. Kein einer. Ja, ist clear. Bin drin. Gut. Jetzt wird's aber schwer, weil zum Beispiel... Jetzt müssen wir gucken, wer alleine ist, wen wir ausschalten können. Zum Beispiel, wenn man die 2 killen würde, das wäre eigentlich ganz cool. Welche? Ja, die 2, das könntet ihr machen. Dann könnte man sich da drin erstmal so verschanzen.
Die Typen werden erstmal so unerreichbar sein. Timo, wo bist du eigentlich? Hier in dem Funkhäuschen ist keiner mehr, ne? In der Werkstatt nicht. Bist du schon drin, Radarteil da oben drauf? Kann mir mal einer sagen, ob frei ist, ob ich rüberklettern kann? Kannst rüberklettern. Da kommt einer. Ja, aber der steht, da kannst du doch rübergehen. Kann ich rüberklettern? Soll ich den auf der Straße killen? Ja, ne? Nein. In dem, die 1 ist ja immer noch im Haus. Oder, ich weiß nicht, die 2. Wie die heißt, die 2. Jetzt kann ich ihn killen. Ja, dann kill. Ich werde entdeckt von ihm. Kill. Jetzt kann ich auch rüber, oder? Ja, jetzt kannst du rüber. Die 2 kommt raus. Was ist mit der 1 oben? Die 2 muss gekillt werden, Scheiße. Oh, Alter. Sind noch neutral. Ich auch. Die 3 muss gekillt werden. Krieg ich nicht hin. Da, jetzt müsst ihr agieren. Ich kann... Ich seh die auch nicht. Ey, wir lassen es eh jetzt machen, deswegen. Kann ich hier oben beim Heli hin? Ist da wer? Du kannst hin, ja. Die 1 ist da. Die 3 ist auch da. Die 3 könnte mich. Nicht killen, warte, halt, stopp. Nein, die killen wir. Ja, nicht. Die 2 würde das mitkriegen. 3 kommt. Also ganz ehrlich, ich bin ja immer noch so jetzt, also selbst jetzt noch so dafür, dass so schnell wie möglich versucht wird, den Truck zu holen. Nein. Ihr müsst gleich auch die Schlafenden da in den Häuschen holen. Jetzt könnt ihr die... Nee, die 3... Das MG, der Typ am MG muss auch gekillt werden. Also der kriegt das dann mit, wenn die 3 umfällt. Die 3 kommt die... weiter runter. Sitzt du denn jetzt gerade? Ach, da. Ja, die 3 kommt weiter runter, unten. Könnt ihr den Typen im MG killen? Oder soll ich das machen? Leute. Weil dann könnt ihr die 3 killen. Dann killt jetzt die 3. Jetzt die 3 killen, oder was? Ja? Sehr schön. Weiter. Jetzt müsst ihr zu den Häusern, zu diesen Schlafhäusern gelangen. Aber der Typ am MG, der... Soll ich den killen? Welcher ist denn das? Kannst du mal markieren? Warte. Ne, den würde ich nicht, weil die 2 sieht das sonst die ganze Zeit. Ja, und da ist auch noch dieser Mörser-Typ. Was ist mit der 1 und mit der Person bei der 1? Wollt ihr die sonst als erstes beim Truck halt machen? Und dann in Richtung 2 und 3 gehen? Und dann die Schlaf? Oder erst die Schlafdinger? Timo, kann ich zu dir rüberkommen? Ja, kannst. Kannst rüber. Ich probiere zu den Zelten zu kommen, aber ich glaube. Bei die Pistole. Doch, wer sollte das denn mit? Der Typ rechts vom Truck. Okay, jetzt. Gut, geht. Hier liegen 3 Personen. Da liegen 3 Personen drin. Genau, ja. Okay. In dem nächsten Zelt auch wieder 3. Timo, ich nehme den ganz hinten, okay? Ja. 3, 2, 1, go. Sehr schön. Ey, die hier links neben euch sind aufgewacht. Nein, oder? Die sind nur verdächtigt. Bei mir ist warte. Nichts bei Anzeigen. Komm jetzt zu euch, die kommen zu euch. Die entdecken gleich die Leichen. Wenn ich jetzt schieße, sind wir am Arsch. Timo, ich könnte jetzt... Wir sind killen. nur verdächtigt. Ich könnte sie jetzt killen, ich könnte jetzt... Jetzt wird die gejagt. Die anderen haben es nicht mitbekommen. Okay, gut. Sehr cool. Gut. Jetzt nur noch den Typ am Mörser, am MG und die beiden hinten beim Ding. Den einen MG könnt ich killen. Ihr müsstet den am Mörser. Ich hab den beim MG, beim Mörser. Gut. 2 also. Hab ich? Schön. Und jetzt müsst ihr die anderen beiden. Ich komm runter zu euch oder nimm hier den MG-Pickup, damit 2 Leute hinterher fahren können. Wie sieht's aus, Timo, mit der 1? Ich probiere ihn gerade rein zu. Ja, ich hätte ihn. Nee, er geht weg. Ich hab keinen 2 hätte ich. Scheiße. Tore, kannst du die 1 übernehmen? Ja, warte ganz kurz.
Nee, warte, ich fahr kurz hoch zu euch. Nicht fahren. Nicht fahren, ich gehe, sorry. Ich sag, die zwei würde stehen. Nimm die zwei. Kann ich? Ja, schieß. Gut, ist down. Ja, das ist wirklich ein Treffer. So, jetzt nur noch die 1. Tore? Ja. Wir müssen nicht mehr, wir gehen schon runter zum Geschütz. Okay. Ja, gut. Kommt, ich nehme hier den MG-Pickup und Timo kommt dann mit mir und Alex fährt den Pickup. Ne, ich fahr den Pickup. Ja. Achso, oder du? LKW, Entschuldigung. So. Ich fahr vor. Alter, sehr geile Aktion, ey. Das war nice. So muss das. So, Leute, und so machen wir das jetzt immer, ne? Ja. Aber man merkt, dann ist es auch, also dann ist zwar das Let's Play nicht so, keine Ahnung, so lustig und so, sondern viel ernster und viel ruhiger. Ja, und es macht mehr Spaß, finde ich eigentlich. Ja, es ist, man muss sich auch wirklich anstrengen. Das ist halt man echt gut dabei. Man kann ja lachen, wenn man sieht, wie Alex fährt. Das reicht ja. No. Hä? Wo fahre ich denn jetzt gerade schlecht? Mein Spaß, Alter. Bleib mal schimmer. Ess mal eine grüne Bohne. Du bleibst wieder locker. Ich habe heute schon grünen Bohnen einen Topf gegessen. Geht. Ach, die Musik ausmachen? YouTube hat mich beim einen Video schon angeschissen. Wirklich? Hm. Nein. Doch. Ich habe schon, Urheberrechtsverletzung beim Video. Genau. Ja. Was, nur wegen dem Radiotitel? Ja, wegen 20 Sekunden. Weil das bei irgendeinem Komponisten vorkam. Genau. Alles klar. Ja. Du glaubst nicht, ne? Ich schick dir nachher mal ein WhatsApp-Foto. Ja, mach gerne. Aber Zivilisten, geht doch weg von der Straße, ihr Hammerkranken. Alex, wollen wir kurz mal warten auf Timo? Achso, ja. Ich fahr ja kein Lambo, ne? Zugriff! Wie du, wie Timo da angerast kam, ey. Genau. Das sah geil aus, ey. Und ich fahre schlecht. Ich fahre schlecht. Von wenn man selbst fährt, dann fühlt sich das Auto immer so an, als wenn das die ganze Zeit so wackelt. Aber wenn man hinter einem fährt oder man sieht, wie einer fährt, dann läuft das Auto so ganz so ruhig. Und du dir so denkst, hä? Wieso? Timo, ganz ehrlich, bei so einer Lieferung soll man nicht auffallen. Hä, warum? Ich fall doch gar nicht auf. Hier sind aber auch Leute. In diesem Dorf. Boah, macht ein LKW. Alter, der kommt da mit 100 Sachen um die Ecke. Hallo, was macht ihr denn da? Jo, Alter. Alex fährt einfach rüber. Hä, hey, bei mir waren keine Leute. Ey, jetzt ernsthaft? Nee, also bei mir waren keine Leute. Deswegen bin ich da jetzt so, Okoro, würde ich sagen, haben wir abgeschlossen, wa? Ja. Nice. Das war eine geile Mission. Da würde ich sogar meine Gasmaske jetzt aufnehmen für. Ich hab den Amerika-Skin drauf. Oh. So. Ja, high five. Danke.